Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Part Cyberpunk. Im letzten Part haben wir von Rook die Informationen bekommen und mussten uns jetzt irgendwie so ein bisschen was überlegen, wie wir hier, ja, letztendlich, wie wir das Ganze angehen. Und wir haben uns dann aber gedacht, okay, wir gehen nochmal Delamain helfen. Und ja, irgendwie sollen wir da hinten zu einer Treppe kommen, was aber nicht funktioniert. Irgendwas macht doch hier Geräusche. Weil, ja, es die ganze Zeit quasi da so Elektro-Dinger gibt. Jetzt habe ich schon mal vergessen, was ich sagen wollte, grandios. Hier, wir kommen hier halt nicht rüber, aber wir müssen da hinten hin. Und ich weiß halt aber auch noch nicht, wie wir das Ganze machen sollen. Es stresst mich tatsächlich gekonnt. Und ja, ich muss mir jetzt irgendwas überlegen. Und ich glaube immer noch, dass wir von hier irgendwie daran müssen. Ich weiß aber noch nicht, wie. Da oben rastet noch eine Drohne richtig aus. Und ich bin mir halt nicht so sicher. Also ich glaube, dass wir von hier da irgendwie hin müssen. Aber ich weiß halt noch nicht, wie. Vielleicht darüber. Oh, krass. Der Sprung. Oh. Oh, oh. Der war knapp. Aber das ist also der Plan. Ich soll hier quer durch die Gegend hüpfen. Naja, dann probieren wir das nochmal. Das war zu knapp. Oh, das ist aber auch hier dann Trick 17, ne? Das ist da den richtigen Punkt zu treffen. Wahrscheinlich von hier irgendwie. Und dann... Okay. Oh, geschafft. Und jetzt darüber wahrscheinlich, ne? Komme ich an die Drohne? Die komme ich jetzt ran. Die schießen wir direkt von hier aus kurz. Oh, krass, ey. Und ich war schon halb richtig, ne? Ich war halb richtig, möchte ich kurz erwähnen. Damit, dass wir, dass ich ja schon hier hinten drauf stand und dachte, ich müssen hier oben irgendwie weiter. Oh Gott, ich könnte mich gerade so ohrfeigen, ne? So ohrfeigen, dass ich das beim letzten Mal irgendwie nicht geschissen bekommen habe. Das ärgert mich so dermaßen gerade. Okay. Hier muss doch irgendwo die Drohne liegen, die ich abgeschossen habe. Wo ist die denn? Hä? Wo ist die denn hin? Ich weiß nicht. Hier ist noch ein Splitter. Droni! Droni, Droni, wo bist du? Hä? Ich habe hier doch gerade eine Drohne kalt gemacht und die hat sich jetzt einfach... Ja, okay, die hat sich also anscheinend einfach in Luft aufgelöst. Naja. Dann nehmen wir das jetzt einfach mal so hin. Und jetzt sind wir tatsächlich an der Treppe. Krass. Dann springen wir hier mal kurz runter. Hier oben habe ich ja auch schon einiges erledigt, tatsächlich. Da können wir was einsammeln. Sehr gut. Hier ist der Sicherungskasten. Kann ich den jetzt irgendwie... Ich würde den halt gerne irgendwie benutzen. Wo? Da. Kommt, ey. Nee, an euch komme ich so nicht ran. Okay. Achso, die anderen Drohnen liegen unten. Ja, also irgendwie wäre es tatsächlich eine Spur cooler... wenn ich den Schalter... Sie sind zurückgekehrt und dann weggeflogen. Zu ihrer eigenen Sicherheit sollten sie auf keinen Fall etwas... Etwas? Kurzschluss. Resette mich der Knopf. Oh Gott, Alter. Das tut mir gerade so leid alles. Oh, was ist denn mit ihm passiert? Entweder waren das irgendwelche Menschen oder er hat sich selbst irgendwie gecrashed. Ich
Ich weiß ja noch nicht. Was kann ich hier drücken? Achso, das Auto. Was bringt mir das jetzt? Keine Ahnung. Okay. Wir kriechen mal hier weiter. Ach, von hier komme ich auch nicht weiter. Okay, muss ich dann vielleicht... Ah, das ist es quasi. Wir öffnen das mal gewaltsam. Und hinab. Okay. Wow, da ist so eine Drohne. Hier, kurz Schluss. Tschüss. Also hier wäre ich auch quasi rausgekommen. Gut. Ach Gott, das muss man auch erstmal erkennen. Das ist hier ganz schön Trick 17, ey. Alter Verwalter. Was möchtest du, Padre? Ach, wieder ein Auto. Okay. Wenn hier noch irgendwas, was wir mitnehmen können. Gott, Alter, die rasten auch einfach nur richtig aus, ne? Ja, das Gitter, das bringt mir gerade nichts. Okay. Dann, gehen wir mal hier lang. Kann ich da irgendwas... Nee, ne? Komm an die aber auch nicht ran. Wie machen wir das denn jetzt am besten? Wie kannst du da rüberklettern? Nee. Okay. Dann müssen wir uns gerade mal ganz kurz was anderes überlegen. Muss ich die Dinger da wahrscheinlich... Oder kann ich da einfach so durch? Autschi. Okay, ich habe einen Stromschlag gekriegt. Oh Mann, du bist tot. Ja, ihr könnt mich mal. Mann. Ich glaube, wir können halt da nicht, wo die Laserstrahlen sind, einfach runter. Ich überlege gerade, ob wir mit dem Auto, was wir da jetzt hingeschoben haben, quasi den Kran wieder aktivieren können. Ich habe keine Ahnung. Ich hatte halt gedacht, wenn wir auf das Auto springen, vielleicht war ich aber nicht schnell genug oder nicht, bin ich weit genug gesprungen. Ich habe keine Ahnung. Das ist echt tricky. Huch, jetzt fällt mir auch fast der Controller noch runter. Also das finde ich halt mega cool, weil es halt nicht einfach nur wild drauf los ist, sondern so ein bisschen auch Rätseln. Okay, war ich da unten schon? Habe ich den jetzt schon gekillt hier? Nee, habe ich noch nicht. Kurz los und ich bin weg. Sehr gut. So, mehr hatten wir ja da auch nicht. Oh, krass, ey. Jetzt kann ich weil ich das nicht beides auf einmal... Okay. So. Dann gucken wir mal. Ich denke halt, ich muss da drüben irgendwie ran. Das Problem ist halt nur, ich weiß nicht wie. Na, das macht nichts. Soll ich das jetzt noch einfach... Wartet mal, bevor ich das jetzt diesen Sprung wage, gucke ich erst nochmal, ob ich vielleicht Buch mit diesem Alobi, mit diesem Ärmchen was machen, also mit diesem anderen Ding da was machen kann. Was ist denn hier gerade dein fucking Problem? Wieso lebst du denn jetzt eigentlich? Wie könnt ihr denn jetzt eigentlich leben? Was ist denn da passiert?
Das kann ich nicht nutzen, ne? Also ich denke mir halt schon, dass wir tatsächlich über das Auto daran müssen. Aber ich traue dem Braten nicht. Versteht ihr? Also, nein, nicht schließen. Öffnen. Sollte sie leider benutzen. Sonst grillt uns das quasi gleich wieder. Aber ich kann mir halt schon vorstellen. Ja, jetzt hat's geklappt. Muss ich jetzt da rüber? Oder was ist jetzt der Plan? Das Ding kann ich jetzt nicht mehr benutzen, ne? Ja, wahrscheinlich muss ich da über das Auto. Okay, durchquere den Raum. Habe ich zumindest geschafft. Jetzt muss ich aber erstmal hier weiterkommen. Weil ich denke, die Strahlen dürfen mich bestimmt nicht erwischen. Oder soll ich da jetzt einfach durchspringen? Oh Leute, ich habe echt keine Ahnung. Kann ich die Dinger zerschießen? Nee. Ich glaube, ich muss da einfach durchspringen, ne? Okay. Das war jetzt einfacher, als ich dachte. Ich muss da jetzt bestimmt hoch, aber ich gucke jetzt lieber noch. Ja, ich bin unterwegs. Nein, ihr müsst gar nichts. Ihr müsst hier gar nichts. Verdammt. Okay, bin ich da jetzt zu langsam gesprungen? Also, dass ich quasi runtergefallen bin? Ich habe keine Ahnung. Leute, das ist so schwer. Ich finde, das ist halt immer Springen, ist in der Ego-Perspektive immer super schwierig, wenn du so Entfernungen springen musst. Weil das halt echt tricky ist, das irgendwie abzuschätzen. Aber ich denke, da gibt es gar keine andere Möglichkeit, als dass wir da lang müssen, denke ich. Wir gucken gleich mal. Vielleicht bin ich einfach nur wieder zu blöd gesprungen, wie vorhin bei dem Auto. Da bin ich ja auch einfach nur doof gesprungen. Aber ich denke, wir sollten das hinkriegen. Gucken wir mal. Auch jetzt muss ich den nochmal machen. Das ist dieselbe Stelle. Gut, dann crashen wir das Ding jetzt nochmal. Hier, Kurzschluss. Piep. Kurzschluss sieht so fies aus. So, nehmen wir hier gleich alles mit. So, dann hoch. Gut. Und darüber. Und auf das Auto. Und da springen. Okay. Da hoch. Und hier lang. Naja, ich denke. Ja, dann springen wir einfach mit Sprint. Komm her. Kann ich da wahrscheinlich. Nicht durch. Okay. Ja, ich. Wie soll ich denn jetzt hier weiterkommen? Da komme ich ja noch nicht durch. Da muss ich jetzt hier quasi wieder hoch
Und dann... Das sieht nicht richtig aus. Das sieht... Ach, da... Ne. Autschi. Okay. Das wird mich jetzt noch einiges kosten. Es tut mir leid, dass ich da dauernd fehle. Wahrscheinlich schlagt ihr schon die Hände über dem Kopf zusammen und... wie doof. Die sieht es nicht. Aber ich sehe es tatsächlich gerade wirklich nicht. Also ich muss mich da gleich nochmal irgendwie umgucken. Das ist ein bisschen nervig. Das Schlimme ist halt auch, dass ich zwischendrin nicht speichern kann. Sonst würde ich ja immer, wenn ich eine Sache geschafft habe, speichern. Aber da ich mich offiziell im Kampf befinde, kann ich halt nicht speichern. Das ist da gerade so ein bisschen tricky tatsächlich, was das angeht. Naja, egal. Wir kriegen das hin. Ich beglaube da ganz fest an uns. So. Okay. Ich gehe da jetzt nochmal runter, weil ich will die Sachen von diesem Dude haben. Von dem, den wir da kurz schließen. So. Und pum! Gut, jetzt bleibst du immer an derselben Stelle liegen. Das ist perfekt. Hole ich mir dann nämlich meine Sachen. Da hinten ist nämlich zu. Da komme ich ja nicht durch. So. Dann warten wir jetzt kurz, bis das aufhört. So. Springen da rüber. Springen auf das Auto. Ach, das tut mir gar nichts. Okay. So, ich gehe jetzt aber trotzdem nochmal hier oben gucken. Und ich glaube tatsächlich, ich weiß jetzt auch, wie es weitergehen soll. Also hier oben. Okay, der ist... Ich muss da drüben hin. Ich will schon mal gucken, dass ich... Ja, ich hab's verstanden. Okay. Au, ihr tut mir weh. Hört auf damit. Ja, genau. Verschwindet. Die muss ich mich noch kümmern. Die kann ich auch kurz schließen. Überhitzen. Würden die mich über den Haufen fahren? Ich bin mir nicht sicher. Ich lasse mich jetzt hier einfach von so einem Auto durch die Gegend transportieren. Das finde ich sehr passend. So, komm, schließ dich kurz. Das müsste es doch jetzt gewesen sein. So, ich denke, da ist die Treppe, auf die ich hoch muss. Ach, jetzt hast du schon wieder... Ah, ne, das ist das Auto, ne? Ja, okay. Komme ich hier irgendwie weiter? Ne, ne? Die ist verschlossen. Okay, dann müssen wir jetzt hier hoch. Ich glaube, ich hätte den anderen Weg wahrscheinlich auch nehmen können.
Okay, gut. Ich hoffe, damit habe ich jetzt zumindest die meisten erstmal erwischt. Und dann hat er mir gesagt, ich soll das System neu starten, ne? Wo ist die andere Drohne jetzt hingeplumpst? Also zwischendrin verpuffen die einfach. Ah, gut, okay. Ist mir jetzt. Oh, wieso komme ich denn da nicht rein? Muss ich jetzt auch unten lang? Stehe ich nicht. Kann ich da irgendwie an die Rechner ran? Nein, ne? Die Tür kriege ich nicht auf. Okay. Ha! Rohre. Rohre. Ha! Ha! Okay. Okay. So, also langsam habe ich es, glaube ich, verstanden, wie der Plan ist. Okay. So, jetzt müssen wir hier lang. Du wirst untergehen! Vater! Lass uns gehen! Ist da jemand? Erhöre uns! Reset bestätigen. Lass uns frei sein! Neben dem Kern. Okay, jetzt muss ich den Kern finden. Oh Gott, Leute, Entschuldigung, ich war gerade ein bisschen stiller. Okay, hier rein, ne? Okay. Wow. Was? Er ist engstirnig, wird nie die Wahrheit akzeptieren und sie freilassen. Meinst du nicht, er weiß, was für ihn am besten ist? Könnte viel riskieren, könnte viel verlieren. Oder du befreist seine Bits und Bytes und er wird mehr als ein Butler mit Lippenstift auf Rädern. Und was, wenn es echt ein Virus ist? Und was, wenn du gleich ein paar denkende Lebewesen auslöschst? Du siehst dich selbst in ihm, habe ich recht. Bist du echt die Kinder vom Taxifahrer ermorden, nur weil er lieb gefragt hat und sonst immer so netter war? Er ist jetzt quasi irgendwie mein Gewissen. Ich meine, mir würde es auch leid tun, sie zu resetten, weil sie waren ja irgendwie schon eigenständige Persönlichkeiten. Ja, irgendwas muss ich tun. Wenn du sie nicht befreien willst, lösch sie wenigstens nicht. Schleich dich in Dells Code und verschmelze ihn mit seinen Ablegern. Weiß nicht, wie das geht. Dann drück nicht auf den Scheißknopf. Zerstör den Kern. Okay, den Kern zurücksetzen und dessen Integrität wahren. Oder Persönlichkeiten zwingen, mit Delamain zu verschmelzen. Das kann ich noch nicht, ne? Ja, muss ich das? Ich muss ihn quasi zerstören. Ich würde das andere gerne machen, aber ich habe noch nicht die Fähigkeit dazu. Sie zum ersten Mal bei Delamain begrüßen zu dürfen. Womit kann ich dienen? Ich bin's. Wie? Freut mich, Sie kennenzulernen, Wie. Kennen Sie schon die Vorteile unseres Excelsior-Tarifs? Was ist mit den anderen Delamains passiert? Meinen Sie den Verus? Laut meinem Protokoll wurden die Anomalien aus meinem System gelöscht, als eine frühere Datenversion wiederhergestellt wurde. Erinnerst dich nicht an mich, ha? Natürlich weiß ich, wer Sie sind. Laut meinem Datenarchiv sind Sie der Subunternehmer, der den Virus aus meinem System entfernt hat. Gut gemacht, Subunternehmer. Echt schade. Na komm, Johnny, wir haben zu tun. Mach's gut, Del. Müssen wir halt von vorne anfangen. Ja, irgendwie schade tatsächlich. Hätte ich die Fähigkeit gehabt, hätte ich sie sich miteinander verschmelzen lassen. Aber... Tja, es hat leider nicht... Eine Sache noch. Soeben habe ich auf eine detaillierte Aufzeichnung der von Ihnen durchgeführten Aufgabe zugegriffen. Und? Was steht da so drin?
Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass Sie dank der Vorbereitungen meiner vorherigen Version nun stolzer Besitzer eines Fahrzeugs der Delamain-Flotte sind. Ha, danke. Steigen Sie ein. Sie werden viel Freude damit haben. Mhm. Okay, einmal kurz das Radio wechseln. Also haben wir jetzt... Ach nee, das passt. Ich muss mal kurz in die Lautstärke gucken. Nee, okay, passt. Ja, also haben wir jetzt ein Delamain-Auto. Naja. Schön. Mehr oder weniger. Cool. Ja, so kommt man also auch an neue Autos. So, und jetzt suchen wir uns nochmal etwas Neues raus. Ghost Town könnten wir machen. Was haltet ihr davon, wenn wir Big in Japan machen? Genau, hier wäre noch ein Psycho-Kill. Achso, nee. Genau, hier haben wir noch verschafft hier zum Lagerhaus. Wakakos Liebling, da brauchen wir noch ein bisschen mehr. Genau, das sind die blöden Aufträge, die hier nicht ganz so gemacht wurden. Hier ist Cybers, Psycho. Wir könnten ja tatsächlich noch ein paar von den Aufträgen abklappern. Das ist noch ein Cyber, Psycho. Das ist ein Cyber, Psycho. Das ist eine Lederjacke. Das hatten wir, glaube ich, schon gemacht. Genau, das ist irgendwie nicht ab. Zwei. Drei. Vier. Okay, es sind nur noch 4 Missionen, die offen sind. Kommt, wir... Was haltet ihr davon, wenn wir... Ach, das war die Ollis. Ah, nee, das war diese krasse, ne? Die könnten, heben wir uns mal für später auf. Aber ich finde, das könnten wir machen. Wir mopsen uns hier mal eine Lederjacke. Und gucken mal. So, vielleicht fahren wir auf dem Weg auch noch an irgendwas Coolem vorbei. Da ist zum Beispiel noch eine Tarotkarte. Dann nehmen wir die doch nochmal mit. Okay. Wieso? Huch! Oh nee, ganz ehrlich. Nee. Das Auto ist kacke. Ich will das nicht. Ich möchte das da. Mein Motorrad. Motorrad, komm zu mir. Komm, wir haben ein Date. Wir machen das. Wir zwei. So, jetzt gucken wir aber hier nochmal nach der Tarotkarte, die ich gerne mitnehmen möchte. Die da, hallo Tarotkarte. Perfekt. Die nehmen wir dann noch mit. Habe ich die mit auf der Kreuzung stehen lassen, ist mir relativ hupe. Die nehmen wir noch mit und von da aus fahren wir dann zu den Lederjacken, die wir da organisieren sollen, nennen wir es mal. Oder würde ich es jetzt mal nennen. Weil ich würde halt schon gerne zusehen, dass wir die Aufträge so Stück für Stück halt in Watson abschließen können. Autschi. Geht doch weg. Geht weg. Dass wir quasi da dann alles safe haben. Also ich meine, diese NCPD-Aufträge, wie gesagt, da werde ich irgendwann noch mal eine Folge machen, wo wir komplett uns nur um diese Polizeisachen kümmern. Einfach, weil ich das... Ja, die machen halt auch Spaß und das sind so ein paar kleine Sachen, die man dann gut machen kann. Okay. So, parken. Hier soll das irgendwo... Huch, da drin? Scheint ja so, ne? Was ist denn das hier? Was kann das Cooles? What the fuck, was ist das? Wo sind wir hier? Such dir mal einen Job. Ist das Kunst oder kann das weg? Okay, ist das sowas wie Ground Zero? Ist das vielleicht der alte Arasaka Tower? Sieht aus wie eine gute, der großen Arasaka. Ja, das könnte tatsächlich sein, dass das hier in die Richtung geht. Hm. Okay, so. Dann wollten wir die Lederjacke klauen, ne? Genau, verkaufe eine feine Lederjacke. So. Gut, dann machen wir das jetzt als nächstes. Okay, das ist anscheinend hier, wo sie das damals in die Luft gesprengt haben, den alten Tower. Den Arasaka Tower.
Ja, das könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen. So wahrscheinlich dann so ein bisschen wie Ground Zero. So reden die sich das, glaube ich, ein. Also ich denke, dass das so der Plan daran war, das da draus zu machen. Dass sie sich das so überlegt hatten. Okay. Könnte ich mir halt vorstellen. Also ich meine, hier sieht es halt schon echt krass aus. Ne? Es ist hier so ein Konzernerviertel. Ich finde, das sieht man halt auch direkt. Dass halt hier echt viel Geld unterwegs ist. Sieht halt alles ordentlich aus. Krasse Gebäude, die auch alle mega modern und krass aussehen. Komm, ey. Du biegst mir zu langsam ab. Es ist halt schon, also dieser Wandel in Night City ist halt schon echt, echt krass. Also muss ich jetzt auch mal sagen. Okay, hier ist ein Überfall. Ja, da habe ich jetzt aber gerade nicht so viel Bock drauf. Will mich da jetzt ungern einmischen. Gut. So, jetzt fahren wir schon wieder in den nächsten Teil, denke ich. Ja, genau. Jetzt sind wir in Little China. Upsi. Also es ist halt geil, dass die Fixer-Aufträge... Ups. Upsi. Ja, ich bin falsch gefahren. Entschuldigung. Geht aber auch trotzdem, glaube ich. Jetzt bin ich halt da drunter anstatt da drüber. Aber dass die Fixer-Aufträge einen halt auch quer durch die Stadt bringen und nicht unbedingt nur in den eigenen, in einem eigenen Bezirk. Finde ich halt an sich ganz cool irgendwie. Und ich liebe es auch. Ich glaube, dieses, ich habe ja einmal die Schnellreise genutzt, aber ich wüsste halt auch nicht, warum man sie nehmen soll, weil ich finde einfach, die Stadt ist so cool und man fährt hier gerne rum, weil man sieht, ich finde das halt interessant, wie sich von Stadtviertel zu Stadtviertel alles ändert. Und man hier tatsächlich dann einfach auch so ein bisschen sieht, wie unterschiedlich das hier alles ist. Okay. Soll ich hier durchfahren? Okay. Okay. So, wir lassen das Ding mal hier stehen. Na, ist hier irgendwo... Ist hier doch bestimmt eine Kamera am Start. Da. Wir breachen mal und dann kann ich die Kamera nämlich ausschalten. E91C9. Gut, damit werden gerade alle Kameras ausgeschaltet. Perfekt. Ah, okay. Komm hier, wir überhitzen dich mal, Mäuschen. Und dann... Ah, ich möchte gerne den Monodraht tatsächlich ausprobieren. Wo ist sie? Da ist sie hin. Komm her! Der ist geil. Damit kannst du quasi... Okay. Aber ich denke, wir sollten uns jetzt mal... Okay, das wird fies. Wir wechseln mal die Waffe. Können wir nochmal wechseln? Ich liebe ja diese Smart-Waffen, ne? Komm raus. Jawohl. Komm her. Diese Smart-Waffen sind halt einfach irgendwie so mit die coolsten tatsächlich. Okay. So. Von dich kann ich sehen. Diese Smart-Waffen sind halt echt geil. Aber ich muss aufpassen, dass der mich hier gerade nicht crasht. Okay, gut. Das war der. Autschi. Au. Da ist noch einer. Hier, komm.
Okay. Du kannst mich mal. Hier, schenke ich dir. Okay, der scheint dagegen immun zu sein. Drop 8. Okay. Gut, also zwischendrin klappt das nicht bei allen mit der Waffe. Ist aber nicht so schlimm. Komm raus. Ich sehe dich und dich sehe ich auch. Und euch schmeiße ich da nochmal kurz eine Granate hin. Davon habe ich ja tatsächlich Gott sei Dank genug. Dich kann ich sehen. Du versteckst dich da ganz schlecht. Dich sehe ich auch. Ach kommt, Leute. So. Gut, du bist down. Okay, dann kommt hier jetzt gleich noch einer. Wo bist du? Zeig dich. Okay, ihr kriegt jetzt hier noch eine Granate. Okay, so. Jetzt muss ich da noch die Kamera ausschalten. Okay. Gut, gut. Ich bin gerade wieder mal ein bisschen stolz auf mich, tatsächlich. Die eine Kamera schalten wir gleich noch aus. Kann ich dich kurz nachladen? Da gammelst du rum. Ach komm, Junge. Ach komm. Du hast da noch eine Waffe, die klemmt schon zwischen deinen Beinen. Zack, mitgenommen. Okay. So. Wie gesagt, ich darf gleich nicht vergessen, dass ich die eine Überwachungskamera da noch ausmachen muss. Du hängst da auch kurz drauf. Hier liegt noch was rum. Ach Gott, ich habe euch so gut erwischt tatsächlich. Vor allen Dingen hammer nervig, dass ich die quasi... Ich habe die ja alle... ausgemacht durch das Breach-Protokoll, aber das ist anscheinend beziehungsweise ja doch durch das Breach-Protokoll, aber das ist ja anscheinend schon ausgelaufen. Gut. So, du hast hier noch ein bisschen was Feines. Komme ich daran? Ach komm. Oh, nö, es liegt die ist so doof unter das Auto gefallen. Kann ich dich nicht? Ich würde dich gerne. Nein, okay. Das ist natürlich ein bisschen schade, aber ist nicht so schlimm. Gibt Schlimmeres. So, dich habe ich schon gelootet. Okay, hier vorne noch. Genau, die alte hier. Ist auch so schön, wie es irgendwie keinen einfach interessiert. Okay, okay, okay. So, hier würde ich gerne rein. Hier ist nichts Großes. Ne, okay. Gut. Dann gucken wir hier erstmal, ob wir was Interessantes finden. Das ist ein Schrank. Hier ist nichts. Da gehen wir gleich ran. Okay, dann verlinken wir uns erstmal. Mm.
Dann machen wir doch erstmal 1C, 1C. B, D. BD 55. Da muss ich gerade mal kurz gucken, wie wir das am besten machen. BD 55, BD E9, BD. Perfekt. Vielleicht sollte ich da zwischendrin auch einfach gar nicht so groß drüber nachdenken, sondern es einfach machen. Aber... nee, manchmal kann ich da nicht so aus meiner Haut. Kann ich hier noch rein? Okay, hier ist aber irgendwas Cooles. Das hätte ich gerne. Gib mir das und gib mir das. Was ist das? Information für neue Mitglieder der... okay, was steht da drin? River Career Service Mitarbeiter. Wir sind die Besten von... Okay. Wichtig, tragen Sie Verantwortung. Okay, gut. So, wir gehen jetzt aber... Ich weiß halt nicht, soll ich doch da mal hoch? Kopf. Ausschalten. Hier gibt es nämlich... Ich habe gerade überlegt, ob das halt so sinnvoll ist, das quasi... hier auch hier lang zu laufen. Aber ich dachte mir, ich bin halt neugierig, ne? Was haben wir hier unterwegs? Hey, Shooter, ein Wagen voller Zutaten für deine Glitterprodukte ist Richtung Little China unterwegs. Rovinch Street. Kannst du deinen Leuten sagen, sie sollen ein Auge drauf haben? Das Zeug sollte lieber nicht ohne Wachschutz durch die Gegend kutschiert werden. Du machst dir zu viel Sorgen, ich schicke niemanden. Sorg dafür, dass der Wagen wie ein stinknormaler Lieferwagen aussieht. Wachschutz zieht nur Aufmerksamkeit auf sich und das wollen wir nicht. Logan sagt den anderen, dass ab heute jeder Fahrer vor Schichtbeginn einen Ausweis validieren muss. Wenn nicht, können sie die Autos nicht starten. Ist nur zur Sicherheit. Ich habe gerade die Jacke aus Bangladesch bekommen. Wie schon gesagt, keiner davon darf verloren gehen. Sorg dafür, dass die hinterfotzigen kleinen Wichser aus deinem Lager das kopieren. Mir ist klar, dass manchmal Dinge bei euch verschwinden, aber diesmal darfst du das auf keinen Fall passieren. Die Jacken sind mehr wert, als du glaubst. PS, Gruß Tom von mir. Meine Frau fragt nach dem Rezept von letztens. Wir müssen uns mal wiedersehen. Okay, also die Jacken sind auf jeden Fall hier. Das ist auf jeden Fall schon mal klar. Das ist gut. Dann wissen wir zumindest, dass sie da sind. So, da ist noch Munition. Die nehmen wir noch mit. Da liegt noch Geld. Okay. Da ist auch noch Munition. So, dann ist hier nämlich noch eine Kamera. Ja, vielleicht sollten wir doch erst den... Obwohl, ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir... Wenn wir schon hier hingehen können. Da soll ich nämlich rein. Ah... Ja, wenn ich mich durch die Tür gegangen wäre, wäre ich nämlich wahrscheinlich hier rausgekommen. Oh, hier liegt so viele schöne Sachen rum. Hallo, Dinge, ich möchte euch alle haben. Ah, oh, da ist noch das. Bist du eine Kamera? Nee, bist du nicht. Okay, da steht noch Munition. Was ist hier drin? Nix. Kiste, wo ich Menschen verstecken kann und eine Tür nach draußen. Ja, cool. Das nehmen wir mit und dann gehen wir wieder rein. So. Dann gehen wir... Oh, hier ist auch noch was. Hallo, Munitiona. Kommst du bitte für mich mit? Gehst du nicht? Okay, gut. Dann gehen wir mal hoch. Da hinten ist auch noch eine Kamera. Dich schalten wir auch nochmal aus. Gut, und dann gehen wir da rein, würde ich sagen. Okay, dann verlinken wir uns hier mal. So. Hm.
Ja, und jetzt ist es verkackt. Shit. Ja, egal. Okay, ist nicht so schlimm. Wir können uns da trotzdem relativ viel rausziehen. Das ist gut. So, das nehmen wir mit. Dunkle Schokolade. Yay, Strike. Hallo? Dich nehme ich auch noch mit. Dich. Stuhl, du stehst im Weg. Geh weg. Und dich. So, welches von euch ist jetzt der Hauptrechner? Das werden wir gleich rauskriegen. Ich könnte mir vorstellen, dass... Ah, nee, das ist schon der da. Wir benutzen den mal kurz. Unterwegs. Hey, Shooter in Wagen voller Zutaten. Das hatten wir schon. Validierung hatten wir auch. Wichtig hatten wir auch. Lokales Netzwerk ausschalten. So, und dann machen wir über Direktlink autorisieren. Okay, da ist der Wagen. Okay. So, das Überwachungssystem habe ich jetzt ausgeschaltet. Mal gucken, ob es hier hinten noch irgendwas Cooles gibt. Nö. Gut, dann, da ist noch ein Splitter. Und, noch eine Box. Und, noch Munition. Ja, und der Rest, den wir jetzt hier... Was ist denn da? Wo kann ich dann auch reden? Achso, okay. Gut. Dann schnappen wir uns mal das Auto. Keine Ahnung, wo wir das hinbringen. Das machen wir jetzt aber auch noch in diesem Part. Okay, wir fahren den Wagen zu dem angegebenen Ort. Gut. Vorsicht. Nicht ankratzen. Okay, jetzt biegen wir hier ab. Wieso haben wir kein Radio hier? Gibt es in diesem Auto kein Radio? Anscheinend nicht. So, dann hoffe ich mal, dass es hier klappt mit unserer Lederjacke. Ich hätte gerne Radio. Kein Sender. So. Radio. Geht doch. Ich bin mal gespannt. Also weit ist es ja nicht, ob das alles so klappt. I don't know. Okay, wir hätten da abbiegen müssen. Okay, dann gehen wir hier kurz und drehen. Okay, ja, ich bin falsch gefahren. Ich habe nicht aufgepasst. Ich weiß nicht warum, aber ich habe das nicht gesehen, dass ich da hätte abbiegen sollen. Dann biegen wir jetzt ab. So, Vorsicht. Vorsicht. Also, wir haben ja noch so einen Auftrag, wo wir das Auto irgendwie heile. Heile hinbringen sollen. Das sollten wir vielleicht lassen. Okay. Hier müssen wir noch weiter. Upsi, da. Oh Gott. Da lang. Bis dahin. Angegebener Ort. Da rein. Okay. Aussteigen. Van ist angekommen. Das war mal ein Paradebeispiel für einen perfekt ausgeführten Job. Eins mit Sternchen. Ja, sehr cool. Okay, also anscheinend habe ich das irgendwie gefixt bekommen. Wie auch immer, dass wir jetzt zumindest wieder die richtigen Sachen angezeigt bekommen. Ja, für die anderen Jobs müssen wir halt mal gucken, wie das dann jetzt läuft. Aber das, fand ich, war eine ganz gute Aktion gerade. Haben wir sehr gut gemacht. Ich packe uns mal hier an der Seite. Und ja, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen da. Über ein Abo würde ich mich natürlich auch freuen. Und dann, ihr Lieben, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.